Ich bin David Hackenberger und habe den Film Von 0 auf 100 tot gedreht. Er ist der kürzeste Film an einem Kurzfilmfestival und handelt von Jugendlichen, die nach dem Feiern gehen Auto fahren, ziemlich betrunken, dabei einen Unfall bauen und zwei von ihnen sterben. Und der Film soll eben die Botschaft signalisieren, dass man nicht betrunken Auto fahren soll, da man im Nachhinein nichts mehr daran ändern kann und es hat eigentlich nur negative Folgen. Der Film geht ja, wie du sagtest, nur 35 Sekunden. Wie kommt es, dass er so kurz ist? Das eine ist einmal, um die Botschaft in möglicher Kürze rüberzubringen, dass man gar nicht so lange sich damit beschäftigt, sondern es möglichst kurz und schockend ist. Und es war zum Thema Werbung. Und Werbung sind häufig recht kurz. Und das dritte ist, dass einfach der Zeitraum. Ich habe den Film praktisch an einem Abend produziert, da es eine Hausaufgabe war. Also war auch nicht so viel mehr Zeit, um noch viel länger was zu filmen. Waren die Schauspieler deine Freunde, Leute, die du kennst, oder waren das professionelle Schauspieler? Nee, ich habe einfach in der Klasse gefragt, wer hat Lust, mir bei meinem Film zu helfen. Und dann haben sich drei Leute gemeldet. Und die Partyfotos habe ich von einer Party eine Woche davor genommen. Das war dann zufällig. Und man sieht gar nicht, dass drei Leute mitspielen, weil die eine Person ist so weit im Hintergrund, ist so dunkel, dass man sieht nur die Sachen, die sie in der Hand hält. Und ja, die haben sich einfach freiwillig gemeldet dann. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Was empfandest du denn dabei, als die Szene gedreht wurde, wo die Protagonisten dann auf dem Boden lagen und Leichen gespielt haben? War das ein emotionaler Augenblick für dich oder auch für deine Teamkollegen? Es kam recht spontan da einfach. Ich wollte, dass am Ende man sieht, dass sie tot sind. Ich wusste aber nicht genau wie. Und dann, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, mit dem Abdecken, dass die Kamera parallel zu der Bewegung läuft. Und ich selber habe einfach nur, als ich das gefilmt habe, fand ich diese Aufnahme extrem beeindruckend für mich selber, weil es, ja, ich fand die beste Aufnahme im Film war und habe die jetzt auch noch in ein paar anderen Filmen benutzt, genau die gleiche Aufnahme in anderen Orten. Emotional fand ich es jetzt nicht, ich fand es nur für mich selber beeindruckend, dass für eine Stimmung allein durch diese Aufnahme, durch den ganzen Film, ja, kreiert wird. Wir fanden es auch sehr beeindruckend und danken dir vielmals fürs Interview. Dankeschön.